Ungerechtigkeit an einem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. An was denken Sie, wenn Sie das Wort Gerechtigkeit hören? Vielleicht an eine Welt, wo jeder dieselben Möglichkeiten hat. Oder an eine Waage, die im Gleichgewicht steht. Gerechtigkeit kann vieles sein und ist auch vieles. Doch leider gibt es auch sehr viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt, die das Gleichgewicht zum Schwanken bringt. Und darüber möchte ich heute sprechen. The scales are a symbol of justice and the attribute of the Roman goddess Justitia, the goddess of justice. The scales symbolize balance. Imagine a pair of scales. With every injustice I would list, I would like you to imagine putting one weight on one end of the scales. At the end, we'll see how fair our world really is. Ungerechtigkeiten gibt es im Alltag von jedem von uns. Kleine Dinge, über die man sich aufregt. Vielleicht haben Sie auch jüngere Geschwister. Ich habe zwei Schwestern. Vielleicht kennen Sie es, wenn man eine tolle Leistung vollbracht hat und man ist stolz. Man will sofort zu seinen Eltern rennen und ihnen alles erzählen. Doch dann kommt das Geschwisterchen dazwischen und erzählt über den tollen Tag und über seine tolle Leistung. Die Eltern sind stolz und freuen sich mit. Und dann erzählt man über seine eigene tolle Leistung und erwartet eine genauso entzückte Reaktion wie bei seinem Geschwisterchen. Die kommt aber leider oft nicht so, wie man sich das wünschen würde, denn man ist ja die Ältere. Man fühlt sich benachteiligt und zu Unrecht behandelt und man wird sich immer über diese Ungerechtigkeit aufregen, selbst wenn die Eltern es nicht so meinen. Dies ist das erste Gewicht für die Waage. Fair distribution. If you look at the distribution of money, food and water in the world, you will see just how unfair distribution is. Here in Austria, we have enough money. We can buy clothes and everything else that we need for our lives. If we are hungry, we can get something out of the fridge or buy something at the shops. We are never thirsty, for we have a tap with running water at home. But what is it like in other countries? What is it like in countries where people are starving and are thirsty? These people have to withstand a lot. They have to endure walking long distances to the next well and then cleaning the water before drinking it. They have to endure eating nothing for days at a time. The other option would be to die. But these people are strong. They learn to live with their situation. We, in our luxurious lives, could learn a lot from these people about their will and their fight to survive. For they have to fight every day to survive, while we enjoy our lives. This is the second weight for the scales. Der nächste Punkt betrifft uns alle. Es geht um Gleichberechtigung. Hier in Österreich haben wir das Glück, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Frauen dürfen wählen, arbeiten und zur Schule gehen. Aber wie lange ist das schon so? Dieses Jahr, 2018, ist es 100 Jahre her, dass Frauen in Österreich wählen dürfen. 100 Jahre, das klingt schon viel, aber ist es wirklich so lange her, wie das klingt? Es gibt sogar Länder, in denen Frauen erst seit 2 Jahren wählen dürfen. Saudi-Arabien ist eins davon. Auch in der Schweiz dürfen Frauen erst seit 1971 wählen. Aber auch in anderen Situationen wurden Frauen benachteiligt. Nehmen wir Politiker her, die ein Land regieren. Wenn man sich eine Liste der Namen davon ansieht, sieht man auf dem ersten Blick nur Männer. Dann sieht man hier und da eine weibliche Person. Jahrhundertelang hat man geglaubt, dass eine Frau nie das Zeug dazu hatte, ein Land zu regieren. Anscheinend hat sich bis heute daran nicht viel geändert. Parallel zu diesem Problem gibt es auch eins, das ich aus dem Kindergarten schon kenne. Das ist die Eigenschaft eines Mannes und das die Eigenschaft einer Frau. Im Kindergarten gab es immer typische Farben für Mädchen und typische Farben für Burschen. Pink für die Mädchen und blau für die Burschen. Aber warum ist das so? Warum muss jedes Mädchen pink mögen und jeder Bursche pink hassen? Warum ist Starksein eine männliche Eigenschaft?
Warum gibt es eigentlich so viele Klischees, was Männer und Frauen anbelangt? Männer und Frauen sollten in allen Belangen gleich behandelt werden. Diese Probleme müssen noch gelöst werden. Und bis dahin bleiben sie ein weiteres Gewicht für die Waage. Every one of us has the right to receive education. Here in Austria, we can go to a school or to a university. But in other countries, people do not have this opportunity. Either the families are too poor to pay for a school, or the children have to stay at home and help their families. But why can't these children also go to school? Every one of us has the right to receive a proper health system. Here in Austria, we can go to the doctors or to the hospital if we feel ill. Others do not have this opportunity and can't afford a proper health system. But why can't they also be given proper medical treatment? This is also an injustice and a weight for the scales. Es gibt Krieg auf dieser Welt. Jetzt, in diesem Augenblick auch. Viele Menschen müssen sterben, obwohl sie gar nichts mit diesem schrecklichen Krieg zu tun haben und nichts falsch gemacht haben. Sie haben einfach das Pech, am falschen Zeitpunkt am falschen Ort geboren worden zu sein. Wir alle könnten diese Menschen sein. Noch ein Gewicht muss auf die Waage gelegt werden. If we look at the scales now, we can see that our world is anything but fair. People have to starve, thirst and die because of war. We can all help to make our world a better place for all. Think about what and how you could contribute to a better world. For if there's only one tiny injustice in one place in the whole world, the justice of the world is in danger. For one tiny injustice could destabilize everything. And that, listeners, is my view of the theme. Injustice in one place is a danger to justice in every other. Thank you.